Bei mir ist der Gemeindepräsident Guido Fischer, Präsident der Standortgemeinde vom Kloster. Wie froh bist du, dass das Kloster bestehen bleibt? Ja, natürlich außerordentlich froh. Ich mag mich erinnern, wo der Bruder Walter zu mir kam und gesagt hat, ja, jetzt ist es soweit, das Kloster wird geschlossen. Und da haben wir uns auch für uns müssen sagen, nein, das kann nicht sein. Mit dieser 350-jährigen Tradition, mit dieser Bedeutung, die das Kloster für Mels hat, das muss Zukunft haben wieder. Und wie hat die Gemeinde das unterstützt? Ja, die Gemeinde hat ganz klar gesagt, wir stehen dahinter. Aber es war nicht nur politisch gemeint, es war auch Kirchengemeinde, es war mit dem Bruno Goden, das war die Ortsgemeinde mit dem Ignaz Kalber. Wir haben eben gesagt, wir sind eine Gemeinde, nämlich Mels, und wir stehen zusammen und miteinander packen wir an und miteinander haben wir eine Chance. Hans-Werner Widrig, warum hat man den Freundeskreis gegründet? Ja, der Freundeskreis ist gegründet worden, also wenn man jetzt hier im Kloster nicht primär zum Geld sammeln für zum Renovieren, sondern zum Bezeugen, Verbindungen zwischen dem Kloster und der Bevölkerung zu festigen, zu stärken. Das war früher automatisch vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Heute, wo sich die Gesellschaft noch geändert hat, muss man ein bisschen mehr machen. Aber das ist unser Hauptauftrag eigentlich, Anlässe zu machen. Eine Aktivität sicher in Zukunft ist unsere nächste Hauptversammlung in Flums am 27. Februar. Da mache ich ein bisschen Propaganda, wo der Bischof von Arabien Süd kommt. Das ist der Herr Bischof Hinder. Der hat dort 2 Millionen Katholiken, oder? Internationale, auf Hunderte von Millionen Islam. Der weiß etwa, wie man miteinander umgehen muss. Das ist ein Ausblick. Kannst du mir das Patronatskomitee beschreiben? Wer hat dort angehört und warum hat man das überhaupt gegründet? Ja, wir haben das gegründet aus dem Grund, damit wir gewusst haben, wir brauchen eine breite Abstützung, um die Gelder, die es für die Sanierung braucht, zu sammeln. Darum haben wir Persönlichkeiten gesucht aus ja, nah und fern. Da haben wir natürlich jemanden aus dem Liechtenstein gehabt. Wir haben aus der Region gehabt, gut vernetzte Persönlichkeiten aus der ganzen Region, inklusive Fürstentum Liechtenstein, und haben gewusst, mit denen würde es uns gelingen, die Sanierung, die finanziellen Mittel für die Sanierung zusammenzubringen. Ist die Arbeit von dem Patronatskomitee jetzt beendet?
Ich denke, die ist weitgehend beendet. Es fehlen zwar noch ein paar wenige Franken, aber die würden wir auch noch zusammenbringen. Im Hintergrund wirken es natürlich weiter. Wir wissen, es ist ein paar Franken fehlen noch, aber im Großen und Ganzen ist sie beendet. Wir würden Ende nächste Woche so eine Abschlusssitzung haben und dann ja, ist es eine gelungene Sanierung. Darum schauen wir zurück, freuen uns über das Resultat und natürlich ein grosses Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. Ich habe jetzt den Architekt Johannes Florin bei mir. Er ist reformiert. Wie kommt man als Reformierter zu so einem Auftrag? Ist das ein Zeichen der Ökumene? Nachher wahrscheinlich schon. Der Initialschritt war ein anderer. Der Auftrag war, ein aufgelöstes Kloster einer neuen Nutzung zuzuführen. Aber da sind sie bei mir ein bisschen falsch gekommen. Ich kenne Kapuziner Sikinsbei aus dem reformierten Pfarrhaus von Meierfeld. In der Diaspora sind die gerne zu den reformierten Pfarrern zum Mittagessen. Und wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis mit denen. Sie waren damals Jüngere, die um keinen Preis auf Mails wollten zu den alten Herren. Du hast den Auftrag jetzt mehr oder weniger ausgeführt. Natürlich ist er noch nicht ganz fertig. Kannst du uns die Baugeschichte kurz beschreiben? Die Baugeschichte ist so, dass es grundsätzlich eine Bautypologie ist, wo man viele Kapuzinerklöster gebaut hat, Mitte 17. Jahrhundert. Und 1964-65 hat man das sehr stark auf den Urtyp zurückgeführt. Auch in der Idee der franziskanischen Askese sehr einfach, möglichst wenig. Und was wir gemacht haben, ist jetzt nach 50, 55 Jahren das Ganze ein bisschen auf die neuen Bedürfnisse angepasst, aber immer noch mit dem Hintergedanken, möglichst einfach, möglichst solide und im Geist vom franziskanischen Kirchenbau und vom Kapuzinerleben. Hat es da grosse Diskussionen gegeben zwischen dem Orden und dir? Nein, in dem Sinn nicht. Wir haben ziemlich ähnliche Vorstellungen entwickelt miteinander. Am Anfang hat natürlich schon jeder etwas anderes gedacht, das ist so, ja. Und zur Finanzierung, könntest du da noch irgendeine Zahl sagen? Die Finanzierung war so, dass wir ganz bescheiden angefangen haben. Wir wollen mit einer kleinen Etappe Kirchen anfangen und haben dann gemerkt, dass die grossen Brocken und die grossen Beiträge am Anfang kommen und haben das Programm umgestellt. Wir haben es insgesamt dreimal umgestellt, um es jeweils im Spendenfluss anzupassen und haben das immer geschafft, auch dank dem Patronatskomitee und allen anderen, die beigetragen haben, dass es aufgegangen ist, das, was wir uns vorgestellt haben, um in einer Etappe zu realisieren, auch zu finanzieren. Daran mehr hat eine ganz besondere Bedeutung oder Beziehung zum Kloster Mels. Ihr habt ja eine eigene Sakristei bekommen. Also wir schätzen das wahnsinnig sehr, dass wir die Möglichkeit haben und wir fühlen uns ja da daheim und die ganze Glaubensgemeinschaft für uns ist richtig froh über die Möglichkeit, dass wir die hier haben. Ja.
Heisst das, dass ihr noch mehr Gottesdienste jetzt habt in Mels? Nein, wir werden nach wie vor, wir haben einmal pro Monat haben wir Gottesdienst da und dann, wenn Weihnacht ist, Pfingst oder Neujahr, haben wir zwischendurch noch einen Gottesdienst mehr. Also wir werden wegen dem jetzt nicht mehr Gottesdienst haben. Das sind die 12 bis 15 Gottesdienste pro Jahr, die wir da abhalten. Gottesdienstbesucherinnen, Gottesdienstbesucher, so voll habe ich die Kirche noch nie gesehen. Die kommende Feier, die wird vom Bischof gestaltet und mitgestaltet wird sie von der Bläsergruppe St. Josef Heiligkreuz unter der Leitung von Felix Bertsch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, mit großer Freude sind wir hier zusammengekommen, um in einer festlichen Eucharistiefeier unsere neue Kirche zur Bestimmung nach der Renovation zu übergeben. Kirche sind zunächst wir alle. Weil wir uns in diesem Raum immer wieder versammeln werden, nennen wir auch ihn Kirche, Haus der feiernden Gemeinde. Wir haben die Verheißung vom Herrn, dass dann, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, er selbst in unserer Mitte gegenwärtig ist. Darum ist diese Kirche auch sein Haus, das Haus des Herrn. Im Blick auf die Osterkerze, Christus, du bist das Licht der Welt, erleuchte uns und führe uns durch deinen Tod und deine Auferstehung zum Reich des Lichtes und des Lebens. Gott, der barmherzige Vater, erfülle mit seiner Gegenwart dieses Haus des Gebetes. Sein Heiliger Geist wohne in dem Tempel, der wir selber sind. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein. Jeder nach dem Muss des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Musik.
Es kommt selten vor, dass ein Bischof heute eine Kirche neu weihen kann. Es kommt immer noch vor, dass wir Kirchen renovieren dürfen. Bei uns im Bistum St. Gallen sind aber jetzt die meisten Kirchen renoviert und in gutem Zustand. Und ich hoffe, ich erlebe es nicht mehr, dass Anfragen kommen, wann Kirchen geschlossen werden sollen, weil wir einfach zu viel oder zu wenig Leute haben. Das ist die eine Rechnung, ganz am Anfang. Also, ganz herzlichen Dank, dass wir diese Klosterkirche hier in Mels im neuen Glanz erstrahlen lassen dürfen, dass die Mittel dazu gefunden wurden, dass viele da sind, die mitgeholfen haben, und das ist ein großer Dank wert. Es ist sogar ein entscheidendes und wichtiges Zeichen, dass wir unsere Kirchengebäude als würdige, als schöne Gottesdiensträume erhalten. Und in unserer Zeit, die so verzweckt ist und in der so alles so renditebezogen ist, zu sagen, wir brauchen Raum auch für Gott. Für Gott Raum aussparen. Und was wir für Gott aussparen, sparen wir ganz wesentlich für uns Menschen aus. Denn wie wäre es, wenn wir in unseren Lebenssituationen, in denen wir drin sind, nicht auch immer wieder dorthin gehen können, wo wir eine Begegnung mit ihm haben, wo wir spüren, hier ist etwas Geheimnisvolles da, hier ist er gegenwärtig, hier darf ich mit ihm ins Gespräch kommen, hier darf ich mein Herz ausschütten, hier darf ich ihn auch bitten und ihm hoffentlich für so vieles auch danken. Es gibt eine Bewegung, eine moderne Jugendbewegung, die nennt sich Living Stones. Wir seien lebendige Steine, das will uns damit gesagt werden. Also wir sind Kirche. Wir haben das im Eröffnungsgebet ja gehört. Kirche aus lebendigen Steinen. Aber es geht auch darum, die Steine, die in der Kirche da, die Kirchengebäude bilden, wieder zum Sprechen zu bringen. Dadurch mal, dass sie uns einfach Raum schenken. Dass wir zur Ruhe kommen können. Dass wir durchatmen können. Aber auch dadurch, dass wir durch die Bilder und die Zeichen, die hier sind, dass wir die immer wieder neu entdecken, dass wir daran Menschen sagen können, was damit gemeint ist. Und es ist immer wie ein kleiner Katechismus, wenn wir durch eine Kirche gehen. Wir haben verschiedene Bilder, wir haben einen Kreuzweg hier, wir haben von Karl Borromäus Lebensgeschichte hier, es wird ein Kreuz hierher kommen und so weiter. Und viele fragen sich heute, die kirchlich gar nicht mehr so eine Beziehung haben. Ja, was soll denn das? Was bedeutet das? Kunst kann man nicht verstehen, wenn man unseren christlichen Glauben nicht versteht. Und das dürfen wir erschließen. Das sind denn auch lebendige Steine, in denen, durch die wir hineinkommen in das Geheimnis unseres Glaubens. Sie wissen, wir sind alle in einem ganz großen Wandel. Und es ist gar nicht so einfach, diesen Wandel auch in der Kirchenleitung immer wieder mitzuvollziehen. Die Verschiedenheiten der Ansprüche sind so groß, den einen geht es zu langsam, den anderen geht es zu schnell. Von überall her kommen Themen. Wir sind an der Nacharbeit einer Familiensynode, die Papst Franziskus ausgerufen hat, die durchgeführt wurde. Eine Jugendsynode. Eine deckt die andere ab und jetzt warten wir schon wieder auf die Folgen einer Amazonas-Synode, wo nochmals ganz neue Themen da sind. Und wir werden wirklich manchmal fast überschüttet mit den Menschen auf dem Weg zu sein und pastoral auch diese Gedanken aufnehmen zu können. Aber wir müssen ja nicht alles tun. Es wird in der Biografie eines jeden Menschen dieser kleine Punkt weiter und er lebt ihn weiter und nimmt ihn auf. Und das ist eigentlich dieser Wandel, der stattfindet in unserer Umgestaltung der Kirche, die es sein wird,
aber auch der Kirche, deren Wesen wir wieder neu entdecken müssen. Kirche heißt Gemeinschaft sein, aus der Beziehung zu Christus und von Christus her uns immer wieder wandeln zu lassen. Das war immer so in allen Jahrhunderten. Wenn wir hier in dieser Gemeinschaft, in dieser Klosterkirche Mels sind, von den Kapuzinern, dann steht da ein Karl Borromäus da. Es gab im 16. Jahrhundert eine Kirchenspaltung mit der Reformation. Wir haben vor kurzem 500 Jahre gefeiert. Die Reformation hat nicht zur Erneuerung der Kirche beigetragen, vordergründig, sondern zunächst zur Spaltung. Und das ist eigentlich traurig. Es hätte eine Erneuerung von innen heraus geschehen sollen, wie es zum Beispiel bei Franziskus geschehen ist. Karl Borromäus hat aber dann nach dem Konzil von Trient, angestoßen durch die Reformation, wo der katholische Glaube neu auch erneuert wurde, sich ganz für diese Reformation, für diese Erneuerung eingesetzt. Umsetzung des Konzils von Trient, in dem der Glaube wieder vertieft wird. Und da hat er auf Sie, liebe Brüder Kapuziner, gesetzt und hat gesagt, das sind treue Männer, die machen und tun etwas, auf dies Verlass, die spüren, was die Menschen brauchen. Wir gründen auch überall immer wieder Kapuzinerklöster, damit diese Bewegung eben wirklich in die Tiefe geht. Und ich danke in unserem Bistum ganz tief, dass bis heute noch drei Kapuzinerklöster in unserem Bistum da sind, wenn sie zum Teil auch bangen um ihre Zukunft. Aber sie sind da und sind ein starkes Zeichen, starke Orientierungspunkte auch für suchende Menschen und für Menschen, die geistige und geistliche Heimat suchen, aber auch Beziehung haben wollen zu Priestern, zu Seelsorgern, die ihnen Begleiter und Begleiter sind. Aus dem Geist des heiligen Franziskus ist der Orden entstanden. Franziskus selber hat sich auch angelegt. Er wollte eine Nachfolgekirche, Erneuerung der Kirche gegenüber der Papstkirche, die eine Reichskirche war und so vieles noch vom Römischen Reich im Paritarat des römischen Pomps hangen blieb. Das hat Franziskus gestört. Und es hat diese Spannung gegeben. Er ist aufgetreten beim Papst und der Papst hat ihn nicht zum Ketzer gemacht, sondern heilig gesprochen. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt ist Papst Franziskus dran. Jetzt ist Franziskus angekommen an der Spitze der Kirche, in der Papstkirche. Und in der Papstkirche mit einem Franziskus ist es nicht so einfach. Papst Franziskus hat zu kämpfen mit Herausforderern in den eigenen Reihen, die Angst haben, die Kirche könnte etwas vom tiefen Glaubensinhalt verlieren. Wir alle sind verantwortlich, dass die Kirche sich erneuert, als Getaufte, als gefirmte Christen. Wir haben die Pflicht, einander ernst zu nehmen, aufeinander zu hören. Wir vor allem in der Leitung sollen hörende Kirche werden, aber gesandt sind wir alle. Und ich danke Ihnen für alles, was Sie in Ihren Beziehungen, in der Familie, in der Gemeinschaft, in den Vereinen, in allen, auch Arbeitsbeziehungen, wo Sie drin sind, tun, damit der christliche Geist und der Glaube, der im Evangelium gründet, Frucht trägt. Nehmt Anteil an den Nöten der Menschen und gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Das ist die Sendung, mit der Paulus im Römerbrief uns heute sendet. Amen.
Im Bewusstsein um unsere Abhängigkeit von dir, Gott, kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Die Kirche ist der Leib Christi. Gott, belebe sie durch deinen Heiligen Geist, damit sie ein glaubwürdiges Zeugnis deiner geheimnisvollen Gegenwart in der Welt zu geben vermag. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir, die Glaubenden, sind gesandt, Licht in der Welt zu sein. Befreie unsere Herzen von aller Dunkelheit und aller Unsicherheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir Ordensleute sehen uns gerufen, den Fußspuren Jesu näher zu folgen. Lass deinen Ruf die Herzen junger Menschen treffen, damit sie sich für einen Weg in einer religiösen Gemeinschaft zu entscheiden wagen. Diese Kirche hier ist ein Ort, der Raum für deine Gegenwart in der Welt ausspart. Zeige dich den Besuchern an diesem Ort als ein Gott, der mit uns Menschen den Weg geht. Noch hallen Text, Wort und Musik in dieser eingeweihten Kirche vom Kloster Mels nach. Bei mir als Gastgeber ist der Bischof Markus und der
Guardian Ephrem. Bischof Markus, du hast am 4. 5. November 2017 die renovierte Klosteranlage einweihen dürfen und jetzt die neu renovierte Klosterkirche. Ein Freudentag für dich. Es ist eine grosse Freude natürlich. Ich habe vor zwei Jahren nicht so ganz geglaubt, dass sie in der kurzen Zeit dann gelingt, weil ja, der Bruder Ephrem da noch ziemlich gejammert hat. Er muss noch Geld zusammenbringen und sei noch nicht gesichert und so weiter. Und das ist eine riesige Leistung, wenn das jetzt in diesen zwei Jahren fertig geworden ist. Es ist auch wunderbar geworden. Es ist ein ganz ein herrlicher Raum. Er ist jetzt neu, frisch gemacht, alles. Es zeigt auch, es ist eine Kirche, die eigentlich in die Zukunft schauen will und die mit den Menschen unterwegs sein und weitergehen. Und da möchte ich also den Kapuzinerbrüdern hier vom Kloster Mels ganz herzlich dafür Danke sagen. Das ist auch für uns im Bistum ganz ein grosser Reichtum und eine grosse Freude. Wie kommt ihr Nachwuchs über? Wie unterstützt das Bistum, die Klostervereinigungen? Es ist natürlich die Berufung von jedem, der einmal aufbricht, zum Theologie studieren. Dort haben wir schon grosse Freude und dann ist immer das Werweisen, in welche Richtung geht er, geht er Richtung Gemeinschaft oder kommt er zu uns ins Bistum. Also Klostergemeinschaften und Bewegungen haben in den letzten Jahren gewonnen. Ich habe mehr Priester geweiht für Bewegungen, sei das eben Kapuzinerbrüder oder auch Schönstadt oder Palutiner, als für das eigene Bistum. Weil es gibt viele, gerade auch Junge, die lieber in einer Gemeinschaft nacherleben und spirituell sich dort anschliessen, auch in einer klaren Spiritualität, als offen in der Gemeinde dann tätig zu sein mit allen Herausforderungen. Aber ich mag es natürlich den Brüdern, Kapuzinerbrüdern von Herzen gewinnen und hoffe, dass das auch im Fortbestand von diesen wichtigen Orten, von diesen Klöstern dient. Du siehst schon das Mitwirken von diesen Bruderschaften in der Region für das Bistum, also konkret jetzt hier bei uns im ganzen Land? Ja, selbstverständlich. In jedem Gebiet, wo Klöster sind, wo Gemeinschaften noch sind, sind Priester. Und die Priester sind im Einsatz, dort, wo es ja bei uns auch fehlt. Das ist ja bei uns in der Pfarrei auch das grosse Problem eigentlich für die Sakramentenspendung, für die Feier von der Eucharistie, für das Bußsakrament, das dort Priester braucht. Und da haben wir ganz einen grossen Dienst durch die Gemeinschaften. Du hast in deiner Predigt gesagt, Kirche, eigentlich zwei Sinnbedeutungen hast du gegeben. Kannst du das noch mal kurz wiederholen? Ja, Kirche ist zuerst einmal übersetzt von Kyriake, die, die zum Herr gehören, heisst das, zum Kyrios, zu Christus, zum Auferstandenen. Und wir wissen ja, der Apostel Paulus hat das Bild gehört, das Bild prägt vom Leib Christi. Also jeder Mensch, jedes getaufte und gefirmte Christ sei ein Glied am Leib Christi und Christus haltet alle zusammen, sein Geist. Und somit stelle ich mir eigentlich sichtbar in dieser Welt Christus dar, wenn wir als Gemeinschaft uns versammeln. Christus will aber in die Welt reinwirken. Wir sind gesandt, in die Welt reinzugehen und aufgrund von unserer Taufe auch reinzuwirken. Dann aber hat sich das auch auf den Ort übertragen, wo Christen sich versammeln, um Geheimnis vom Glauben zu feiern, die Eucharistie, das Sakrament, das Wort Gottes hören, wo sie sich versammeln und wieder gestärkt werden für den Dienst, wo sie dazu berufen sind. Und darum heisst, Kirche ist eben auch Kirche aus Stein und es ist Kirche aus Menschen, aus lebendigen Steinen. Die Renovation vom Kloster und von der Kirche ist im Prinzip vorbei. Ist es ein Leidens- oder ein Freudenweg gewesen? Ich würde sagen beides. Aber es kommt halt auch ein bisschen darauf ab, wie man dazu steht. Ich selber tue noch gerne renovieren und wenn ich etwas an die Hand nehmen und umstellen kann, dann lebe ich mich gerade wieder auf. Aber natürlich, wenn es dann nicht so läuft, wie man es gerne hätte oder wenn es Geld fehlt, das war manchmal das Problem gewesen. Oder dass wir dann müssen sagen, ja, wir können im Moment nicht weiter, wir können es nicht zahlen. Dann wird es dann langsam zum Leidensweg. Aber das Resultat zeigt noch dann gleich, es ist etwas rausgekommen, was Freude macht. Heisst das für dich jetzt nach heute ausruhen? Nein, ich habe im Leben natürlich ganz Verschiedenes gemacht, nicht nur gebaut. Und jetzt denke ich,
hic Rhodus hic Salta, also jetzt steht ein Haus und es steht ein Kloster und wir haben ein paar Leute, die noch recht aktiv sind. Und die Idee ist ja, dass wir auch noch ausländische Brüder, Junge herziehen, die wir auch können, integrieren in die Arbeit vom Haus. Es ist dann noch so, dass wir überlegen müssen, stimmen wir einfach Pfarrei-Seelsorge machen oder aber haben wir auch eigene Initiativen. Und ich denke schon, dass wir beides machen. Pfarreien sind natürlich auch rundum. Aber wir können gleichzeitig auch aus dem Kloster noch ein Zentrum machen für Spiritualität. Also indem wir auch Leute einladen, sei es so spezielle Gottesdienste, auch zum Beispiel zu beichten. Ich meine, wo wird so beichtet, außer bei uns? Meine, jeden Tag kommen die Leute, oder? Das ist auch eine Funktion, die man erfüllt. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Geduld. Die Leute sind umständlich und reden und wollen einfach geredet haben. Und das ist vielleicht ihr Problem. Dann geht es ein bisschen mir auch noch um Bildung. Ich habe jetzt angefangen, so pro Jahr ein Seminararbeiten zu machen, zu verschiedenen Themen. Jetzt im Januar, Februar gibt es dann ein Thema Islam, die verschiedenen Aspekte vom Islam. Ein Jahr später nehme ich eine andere Religion dran. Und dann habe ich immer auch noch im Kloster, oder haben wir im Kloster, auch spezielle Gottesdienste angeboten. Oder Frühmesse zum Beispiel haben wir nur da, sonst jetzt nie. Und dann, wenn man sich fragt, was kommt in Zukunft, es ist natürlich noch eine Frage, wie entwickeln sich die Pfarreien. Oder wenn die Leute, sie werden laufend selbstständiger, tun sich ein bisschen lösen vom Ort. Und dann kann natürlich das Kloster ein Ort sein, wo sie sagen, da gehe ich gerne hin. Zum Beispiel Rapperswil ist so. Oder da hat es recht viele Leute von irgendwoher, die gehen einfach auf Rapperswil, wenn ihnen das dort gefällt. Und das könnte natürlich da auch ein bisschen so rauskommen. Oder? Hast du mir jetzt die nächste Frage eigentlich gerade beantwortet. Was ich heute noch in die Hände bekommen habe, und der Bischof Markus hat das auch erwähnt in seiner Predigt, die Helvetia Franziskana, da hast du ja auch mitgewirkt. Kannst du kurz über das noch etwas sagen? Da habe ich zuerst einmal eine kurze Geschichte von unserem Kloster, dann auch über die Aktivitäten. Und wie gesagt, ich habe dann probiert, ein bisschen zu erläutern, wie das auch in Zukunft könnte aussehen. Also in Richtung, meine Idee ist es, dass es in Richtung von einem spirituellen Zentrum läuft. Auch Ort, wo zum Beispiel Seelsorgende sich treffen. Oder weil die natürlich durch das, dass sie verstreut sind und isoliert, sie sind dann auch ein bisschen allein. Und dann könnte das ein Ort sein, wo man sich regelmäßig trifft, sei das einmal in der Woche oder wie immer, zu einem Austausch und zu einem Abend oder auch vielleicht zu einem spirituellen Gespräch oder so. Gut, ja. Wie ist das Kloster offen oder zugänglich öffentlich? Ja, eigentlich. Also offiziell ist die Pforte offen vom Morgen um 8 Uhr bis um 11:30 und am Nachmittag um 2 Uhr bis um 5 Uhr. Das ist, da können die Leute jederzeit kommen. Wenn es Notfall sind, dann ist auch das Telefon. Dann haben wir praktisch immer. Also das Telefon. Ja, es geht auch Nachttelefon natürlich. Ja. Manchmal sind sie nicht so angenehm, weil das sind dann häufig nicht so Notfälle, sondern das sind dann eher Launen.